Papa, rate mal. Wir haben am Vulkan noch mehr Mini-Sterne verloren. Jetzt reicht's mir. Sei verflucht, Koopa. Ich habe langsam wirklich genug von dir. Sie sind unterwegs ins All, um die letzten Mini-Sterne zu retten. Du meinst mein Geheimversteck? Bowsers Raumstation? Da muss ich meine Schergen wohl ins Weltall schicken. Sagtest du gerade Weltall? Moment. Bowsers Raumstation? Genau, Papa. Das heißt, sie kommen hierher? Dann muss ich mich jetzt eben persönlich um Koopa kümmern. Ich helfe dir, Papa. Oh ja. Ja, also diese Dialoge strotzen ja so vor Geistreichtum. Naja, egal, wir sind im letzten Brett von Mario Party 9 angekommen. Koopa, Shy Guy, Kamek und Mario sind endlich in Bowsers Versteck im Weltall angekommen. Wohohohohoho. Ihr habt es zwar hierher geschafft, aber die Mini-Sterne gehören mir. So sieht's aus. Mit der Macht der Mini-Sterne werde ich für alle Zeiten herrschen. Nichts und niemand kann mich aufhalten. Genau, genau. Aber ich könnte ein bisschen lockeres Training gebrauchen, also kommt doch zu mir und versucht mich aufzuhalten. Wahaha. Als ob ihr meinen Papa und mich hier besiegen könnt. Wahaha. Wenn ihr Bowser besiegt, können die Sterne in den Himmel zurückkehren. Das wird ein harter Kampf. Viel Glück. Der Spieler mit den meisten Mini-Sternen wird zum Super-Saiyan gekürt. Viel Glück. Shy Guy und Kamek spielen mal wieder für Bowser. Wenn einer von den beiden gewinnt, haben wir verloren. Und dann ist es richtig mies. Die Regeln. Die Suche nach Mini-Sternen führt dich in den Weiten des Weltalls auf Bowsers Raumstation. In der Mitte der Station befindet sich die Jackpot-Maschine. Wenn ein Spieler auf einem Jackpot-Plus-Feld landet, werden dem Jackpot Mini-Sterne hinzugefügt. Wenn im Jackpot 20 oder mehr Mini-Sterne sind, beginnt ein Minispiel um die Mini-Sterne. Der jeweilige Spielführer kann sich die Mini-Sterne auch holen, indem er auf einem Jackpot-Feld landet. Ihr sollt euch wohl zuerst Bowser Jr. vornehmen. Beginnen wir damit, die Zugreihenfolge zu bestimmen. Schüttle, wenn du willst, optional und drücke den A-Knopf. Ja, und unsere Aufgabe ist es, wo wir jetzt als letztes sind. Ja, dass wir Koopa und Shy Guy natürlich daran hindern... Quatsch, wir sind Koopa. Kamek und Shy Guy daran hindern, die Mini-Sterne zu sammeln und mit Mario im Team zusammenzuarbeiten. Und mit dem großen Vorbild sollte das doch wohl klappen. Also dann, Spielführer Kamek, ja, ja, ja. Leider ist es natürlich blöd, dass die jetzt beide anfangen dürfen. Naja, was soll's. Aber cooles Boot, mit dem wir hier fahren. Und ich sehe auch schon, die beiden kriegen wohl die ersten beiden Sterne. Ja, was wird uns wohl hier erwarten? Auf jeden Fall wird das letzte Feld sein. Und dann wird erstmal wahrscheinlich Mario Party beendet sein. Das soll aber noch nicht heißen, dass dann keine Videos mehr kommen. Nein, eventuell... ja, werde ich dann noch den Multiplayer-Modus machen. Naja gut, ich hatte noch vor, diesen einen, Zeitmodus zu machen. Der kriegt einen 1 bis 10 Würfel, OMG. Und wir kommen auch jetzt schon zu einem Spielführerereignis. Das ging mal schnell. Nach knapp 4 Minuten. Ein Spielführerereignis für Mario. Du hast das Herzsterndeck erreicht. Ja, die Regeln. Jeder Spieler würfelt einmal mit dem Herzwürfel. Danach ist der Spielführer an der Reihe und würfelt dreimal. Wenn ein Spieler und der Spielführer Herzen derselben Farbe haben, erhält jeder von ihnen 2 Sterne je Übereinstimmung. Der Spielführer erhält mehrfach Mini-Sterne, wenn mehrere Spieler dieselbe Farbe wie er gewürfelt haben. Also das Gute ist, wenn wir jetzt die gleiche Farbe würfeln wie Mario dann und die beiden was anderes würfeln. Rot. Ich hätte gerne lieber was anderes als die beiden gemacht. Naja, gut. Auch nicht blau. Blau ist am miesesten. Mach jetzt bitte einen roten. Ach, doch nicht ständig blau, Mario. Das ist gar nicht gut. Jetzt mach zumindest einmal rot. Ja, geht doch. Ja, wenigstens. Shy Guy hat 2, Shy Guy hat 4 und wir haben 2. Oh Gott. Das sieht ja ganz schlecht aus, wenn ich das ehrlich sehe.
Aber gut, wir kriegen da jetzt. Jetzt hoffe ich auch, dass wir mehr als 3 würfeln, weil diese 4, diese 10 Sterne, die brauchen wir unbedingt. Die dürfen wir nicht dem Kamek überlassen. Na toll. Wie klar war das denn? Ja, es fängt gut an. Es fängt richtig gut an. Ich werde die Mission hier, Mission, sage ich jetzt schon. Das Minispiel Hickhack. Weil da bin ich eigentlich relativ gut drin. Wir müssen auf jeden Fall über die Minispiele gehen. Da müssen wir eigentlich jedes gewinnen, weil Kamek und Schalke, die gehen jetzt richtig ab, wie mir scheint. Das hatten wir auch schon mal. Da geht es darum, halt so schnell wie es geht, halt diesen Holzblock zu treffen. Oh Mist, jetzt habe ich ihn ein bisschen gezögert. Jetzt dachte ich, jetzt kommt eine... Och. Jetzt kommt da bestimmt eine Bombe. Ja. Ach, und der Shy Guy ist ein Trottel und achtet darauf nicht. Yes. Yes. Geht auch ein bisschen um Spekulieren, weil hier sind die CPU nicht ohne und Mario hat nichts geschafft. Oh Gott. Ja, der Schalker geht richtig ab und der Kamek sowieso. Ist ja eigentlich sogar noch mehr, vor allem weil er jetzt 10 kriegt. Leider wohlgemerkt. Ja. Setzt er natürlich auch einen 4-5-6 Würfel ein, ist ja logisch. Ja. 22, hat 15 mehr als wir. Ja! Erzähl mir doch keinen. Naja gut, es sind nur 5. Aber jetzt ist er sogar 20 mehr als wir. Alter Schwede. Kriegt ja auch noch den Jackpot, ey. Also, ja, was soll ich sagen? Das sieht echt im Moment nicht gut aus. Und ich glaube, wir sind auch sogar schon bei Bowser Jr. Ja, danke, Shy Guy. Ja, dann müssen wir jetzt definitiv gewinnen. Und was soll ich sagen? Es wird ein Glücksspiel. Wahaha, du hast es tatsächlich bisher geschafft, Spielführer Shy Guy. Ich war gnädig mit euch, aber jetzt hört ihr gefälligst auf, unsere Minischerne zu klauen. Es wird Zeit, dass ich euch Manieren beibringe. Lasst uns spielen. Ich habe keinen Bock auf Spielchen. Ich hoffe, ihr seid bereit. Bowser Jr. Würfle und die Leiste oben füllt sich entsprechend dem Würfelergebnis. Wenn du bestimmte Punkte auf der Leiste erreichst, fügst du Bowser Jr. Schaden zu. Auf manchen Feldern erleidet dir Schaden. Ja, unsere Aufgabe ist es mal wieder zu würfeln und dann da halt gute Punktzahl zu erreichen. Ja, und das ist eigentlich davon abhängig auch, was die anderen machen. Wenn die anderen Gutes machen, dann sieht es gut aus. Wenn die anderen nichts Gutes machen, dann sieht es scheiße aus. So ist das eigentlich die logische Folgerung. So, Shy Guy darf anfangen. Gut, das könnte ein Vorteil sein, es könnte aber auch ein Nachteil sein. Und erstmal ist es ein Nachteil. Weil er darf nämlich den ersten Treffer machen. In jeder Zahl der Dreierreihe ist ein Angriff. Wie man da oben sieht, auf jedem der Sternfelder. Auf diesem Bowser Junior Feld kriegt derjenige, der darauf landet, Schaden. Also halt Punktabzug. Ja, und bisher sieht es mal mehr, mal weniger gut aus. Also wenn wir jetzt hier nicht eigentlich eine 6 würfeln, die müssen wir jetzt eigentlich würfeln. Und hier können wir auch schütteln, das sollten wir auch tun. Jetzt bitte eine 6. Und würfeln nur eine 2. Oh mein Gott. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, ich muss jetzt auf die Hoffnung gehen, dass die jetzt nicht was treffen. Und zumindest trifft Shy Guy nichts. So, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn der Kamek eine 6 würfelt. Und der würfelt nur eine 5. Was soll denn das? Der ist doch... Also da könnte man doch schon fast das Betrug unterstellen. Also... Ja, wenn er aggro wird, dann passiert Folgendes. Also wenn er weniger als die Hälfte hat. Eine Kugel erscheint. Und die explodiert und es kommen weitere Negativfelder. Eine 2 für Mario. Eine 1 oder 4. Ja, na gut, 6 ist eh egal, wir haben ja keine Punkte. Wir würfeln eine 6. Und das Tolle ist, das bleibt ja jetzt.
Ja, wir hätten jetzt 4 Punkte verloren, aber gut, wir haben ja eh keine, deshalb kriegen wir keine Punkte, kriegen wir keine Minuspunkte, aber es läuft echt absolut grotesk. Ja, wenn die anderen jetzt nicht Minuspunkte kriegen, dann können wir uns jetzt eigentlich das schon abschminken. Bitte würfel eine 1, Kamek, bitte würfel eine 1. Eine 4. Ja, aber das bringt mir dennoch nichts, weil jetzt wird Mario die 15 Punkte abgreifen und wir kriegen gar keine. Ja, toll, ihm werden 4 abgezogen, aber das ist dennoch, dennoch blöd. Außer wir dürfen noch einmal, dann müssen wir aber jetzt gleich die 6 erreichen, ansonsten haben wir echt verschissen. Ich hoffe, der überlebt noch. Natürlich nicht. Ja, damit ist Mario der glorreiche Sieger. Naja gut, das wäre ja auch nicht so, das wäre ja nicht so schlecht. Solange Mario ja gewinnt, ist das ja egal. Nur Shy Guy und Kamek dürfen ja nicht gewinnen. Ich glaube, dann sollten wir eher nach dem jetzigen Stand eher Mario unterstützen. Ja, weil auf unser Sternkonto könnten wir im Moment ja nicht wirklich bauen. Ja, läuft absolut nicht gut. Puh, zum Glück ist das vorbei. Was? Das war ja erbärmlich. Jetzt mache ich wirklich ernst. Oh, Bowser macht ernst. Ihr wollt einen Kampf? Den könnt ihr haben. Oh, jetzt kriege ich aber richtig Angst. Hinter diesem Tor erwartet euch euer Ende. Na, wenn du meinst... Ja, aber solange es eigentlich nur Kamex und Shy Guys Ende ist, fände ich das eher besser. Na naja, gut, noch haben wir ein bisschen ein großes Stück zu absolvieren. Eine 5. Gut, und noch ist es nicht vorbei. Also es kann natürlich noch einiges passieren, aber bisher sieht es nicht rosig aus. Absolut nicht rosig. Er mischt die Würfel. Gibt's überhaupt Würfel? Nö. Hat es ja total gebracht. So, ich hoffe jetzt, wir würfeln eine 5, kriegen die Sterne und können dann noch zu dem Spielführerereignis kommen. Und könnte uns vielleicht ein bisschen wieder zurück in die Spur bringen. Aber wir würfeln nur eine 4. Ja, und jetzt wird es uns wahrscheinlich Bowser geben. Ja, das ist super. Aber wobei, das muss ja nichts Positives. Also es muss ja nichts Schlimmes sein. Es gibt ja diese, gibt dem Letzten was. Ja, vielleicht ist das sogar gar nicht schlecht, dass wir Bowser bekommen. Das sieht sogar alles ganz gut aus. Gut, leider das Blödste von allen, aber gut. Hier können wir 10 Sterne gut machen und dann sieht es eigentlich schon nicht mehr ganz so schlecht aus. Also es war nicht sogar so schlecht, dass wir Bowser bekommen. 10 Sterne für den, der sich selbst zuerst umbringt. Ja, mit dem Steinblockschlag. Ja, und das haben wir auch schon gesehen, lasst sich als erstes von einem Steinblock treffen. So, wo ist der erste? Da drüben. Oh, ja, egal. Jetzt sagt nicht, der Kamek wurde getroffen. So lame. So lame. Ey, der hat mich doch einfach weggeschubst. Eigentlich bin ich da gesprungen. So lame. So lame. Soll ich dazu was sagen? Oder soll ich dazu was sagen? Kann ich nichts zu sagen. Ey, der Kamek ist so overpowered. Das gibt's nicht. Das gibt's absolut nicht. So, Spielführerereignis. Nummer 2. Hier gibt's 3 Spielführerereignisse. Das ist richtig brutal. Willkommen auf dem Bingo-Deck. Regeln. Auf dem Bingo-Deck geht es darum, als erste eine oder mehrere Reihen auf einem 3x3 großen Spielfeld zu vervollständigen. Die Spieler würfeln mit einem 1 bis 10 Würfel. Die gewürfelten Zahlen werden auf dem Spielbrett markiert. Wer als erster eine Reihe schafft, erhält alle Ministerne dieser Reihe. Die Spieler bestimmen, mit welcher Reihenfolge die Spieler würfeln. Mit etwas Geschick kann diese nutzen, um selbst die Erste zu sein, der eine Reihe vervollständigt. Und wie man auf dem Bild gesehen hat, ist auch Doppel- und Dreifach-Bingo möglich. Naja gut, ich glaube nur Doppel-Bingo.
Spielführer Kamek wählt einen Spieler aus. Er wählt Mario aus als erstes. Und er würfelt eine 9. Und dann wählt er natürlich uns aus. Ich hoffe, wir würfeln jetzt eine 4 oder eine 2. Eine 2. Gut, damit kann er nämlich sich nichts holen. Damit haben wir nämlich auch keine Reihe. Der Shy Guy ist dran. Und er würfelt eine 2. Okay, da tut sich nämlich nichts, weil eine 2 ist schon da. So, der Kamek ist dran. Und er würfelt eine 8. Das bedeutet, wer jetzt eine 7 würfelt, der bekommt die Sterne. Oder eine 5 natürlich. Und er wählt natürlich den Shy Guy aus, das ist ja klar. Und er würfelt eine 3. Jetzt wird es aber richtig hier. Also jetzt kann man auch noch eine 6 würfeln. Also jetzt gibt es richtig viel. Ja, und das ist natürlich klar. Oh Gott, bitte würfel eine 4 zum Teufel. Und er würfelt natürlich eine 3, die es aber auch schon gibt. Okay. Er wählt Mario aus, der darf. Aber wenn er eine 4 macht, dann... Er würfelt auch eine 2. Okay, das ist jetzt unsere Gelegenheit. Wenn wir jetzt eine 1, 5, 6 oder 7 würfeln, dann haben wir eigentlich so gut, haben wir richtig gute Karten jetzt. Also komm, Cooper, das wirst du doch wohl schaffen, so eine Zahl zu würfeln, bitte. Eine 6, das ist doch, ne? Das ist doch, sag mir, das ist... Yes! Jawohl. Das ging mal richtig ab hier. Gut. Wieder aufgeschlossen. Zumindest zu den anderen dreien. Zu den anderen beiden, aber der Kamek ist immer noch sehr weit vorne. Und das gilt es, ja, zu verbessern. Und der Shy Guy erhöht erstmal den Jackpot. Um 5 weitere Sterne. Ja, also es wird hier noch mächtig abgehen. Aber ich würde sagen, Mario, ja, wir machen noch ein paar. Also, ja, sind ja bei 17 Minuten. Och nö, ihr wollt mich doch jetzt nicht ehrlich da hinschieben. Okay, es gibt jetzt aber erstmal ein Minispiel. Aber warum würfeln die beide eine 1? Naja, egal. Jackpot-Minispiel. Weil es 20 Sterne sind. Und zwar in Kugelhagel. Okay. Ja, weiche den Stachel Kugeln aus, um als letzter übrig zu bleiben. Das kennen wir ja auch schon, das Minispiel. So, ich hätte ja nichts dagegen, wenn der Kamek zum Beispiel oder der Shy Guy sich als Erste treffen lassen. Aber gut, ich sollte jetzt nicht darauf gehen, die reinzubringen. Weil wenn man das macht, dann wird man eigentlich meist als Erstes getroffen. Oh Gott. Warum kam die jetzt auf einmal so schnell? Nee. Komm, Mario, 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 Mario. Ihr könnt auch ihn anfeuern. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Aber warum war die eine da so schnell? Also... Boah, jetzt geht sie aber ab. Hier gibt. Oh, na toll. Und der wird natürlich direkt als nächstes getroffen. Und der Kamek überlebt. Das ist natürlich so klar. Oh, ey. Der Shy Guy ist aber ehrlich gesagt der Noob von den beiden. Der Kamek, der haut mächtig rein. Jackpot wieder bei 6. Ey, das ist nicht wahr. Das ist absolut nicht wahr. Komm, jetzt, wir müssen eine 1 würfeln. Das wird doch wohl drin sein. Naja, gut, ich glaube ehrlich gesagt nicht dran, aber... War ja klar. War ja klar. Es war ja so klar wie Kloßbrühe. Ja, also... Die Chancen und die Aussichten sehen nicht so wirklich rosig aus. Ja, und ich würde mal sagen, ich beende mal den Part an dieser Stelle... ich hoffe mal, wir werden irgendwie im nächsten Part das Ruder rumreißen können. Es sieht aber wirklich nicht danach aus. Also schlechte Voraussetzungen für das Finale. Ich hoffe, der Part hat euch dennoch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann und tschüss.